Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Star Wars Outlaws. Ja, wir sind ja irgendwie so halb dabei, uns mit Ayla zu treffen, die aber in einer imperialen Basis gefangen ist. Das wird noch ein lustiges Schleichabenteuer. Deswegen hoffe ich mal, dass wir das irgendwie hinbekommen. Problem ist, da ist ein Scharfschütze, ne? Ha. Der sieht uns also hier erstmal noch nicht. Was siehst du? Nix, geh und hol das Bagdad. Können wir nämlich gebrauchen. Fein. Hol das Bug da, Nix. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier hochzugehen. Wir schauen mal. So. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwie jetzt besser langkommen können. Das Problem ist, zwei, scheiße. Ich habe ein paar heftige Nächte in der Kantine verbracht. Nirgendwo kann man besser Dampf ablassen. Tob dich aus, Nix. Das hat gerade so geklappt. Aber auch nur gerade so. Keine Probleme hier. Ich freue mich schon wieder auf die Garnison. Der Hangar sein. Mein ehemaliger Hauptmann war ein echter Fanatiker. Der hat den halben Trupp erschossen, nur weil sie seine Befehle in Frage gestellt haben. Nichts zu vermelden. Wir schauen mal vorsichtig hier hoch. Man darf sein Blastergewehr nicht schmutzig werden lassen. Alles klar. Na gut, Nix. Hol sie dir. Warum jetzt? So. Wird's wieder lustig. Gut, dann los. Oh, es ging. Okay, ich bin drin.
Gut, ich habe die Türen versiegelt. Komm ins Hinterzimmer. Ins Hinterzimmer? Welches? Das hier unten? Unglaublich. Wie hat sie es überhaupt in unser System geschafft? So darf uns doch niemand aussperren können. Doch. Wenn das wirklich die Leise, nix. Leise. Nee, da wollen wir nicht hin. Noch nicht. Ich brauche hier ein Team zur Ablösung. Ich habe nur an einer einzigen Schlacht teilgenommen. Hä? Was war das denn? Schauen wir mal, das hier ist Sperrgebiet. Na klar, beim letzten Einsatz ändern sie die Protokolle. Ja. Ich hab's. Ein Gesicht zur Stimme. Gut. Jetzt kann ich es tatsächlich hier rausschaffen. Mach das Teil einfach an der Antenne auf dem Dach fest. Wird das funktionieren? Vielleicht. Ist Plan C. Oh, wir sind schon bei Plan C? Hey, ich hab heute eigentlich frei. Ja. Ach, und wenn du schon dabei bist, pass auf das Schiff da draußen auf. Ich will nur noch weg hier. Ist ja interessant. Hab nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Was geht da vor? Alles klar. Bald werde ich hier abgelöst. Endlich. Ach du Scheiße. Das wird ja lustig. Ich hoffe, die verschwinden einfach alle. Seht euch weiter. Wow! Was war das? Das gefällt mir gar nicht. Schicken Sie noch einen Trupp in meinen Sektor. Die müssen sich ja verkrümeln. Das wäre das Sinnvollste. Ist hier jemand? Ha. Oh ja, schon. So. Alles sauber. Alles sauber. Der Modulator ist bereit. Was jetzt? Jetzt aktiviere ich die Geschütze. Wow. Okay. Damit ist dein Weg zum Kontrollraum frei. Du musst diese Luftabwehrgeschütze für mich deaktivieren, damit ich hier abhauen kann. Moment. Wie hast du das gemacht? Viel Erfahrung und richtig gute Technik. Okay. Warum bin ich jetzt gesucht? Warum werde ich jetzt gesucht? Ich bin am Turm. Und ich bin unterwegs zum Shuttle. Ich starte, sobald du die Schütze ausgeschaltet hast. Oh, bitte! So, lass mich erst mal gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Hier nicht. Oder? Auf Computer zugreifen. Sicherheitstüren riegeln, dann wollen wir mal. War's das? Achso. Wie viele gibt's denn von denen? Wahrscheinlich viele, sehr viele. Ah!
Ah ja. Soll das ein Witz sein? Dann wollen wir mal. Machen erstmal so. Okay. Wir sollten sicher sein. Jawohl. Na dann. Verteidigung abgeschaltet. Dann bin ich mal weg von diesem Mond. Ruf durch, wenn du raus bist, Wes. Los geht's, Nix. Einmal bitte wieder nach unten. Das wird hier lustig. Das wird wirklich lustig. Verlasse die Einrichtung. Gib mir meine Pause! Alles klar. Das Auffinden der Zielperson hat höchste Priorität. Weitersuchen. Wow. Ja. Wie machen wir das jetzt? Ach du Scheiße. Ist denn da hoch? Zentrale, Zielperson nicht auffindbar. Verstanden. Setzen Sie die Suche bis auf Weiteres fort. Oh, ich denke, wir haben es geschafft, Nix. Haben wir das? Noch mehr? Bin mal gespannt, ob das reicht. Ich hab's geschafft. Falsch, wir haben's geschafft. Ayla, ich bin draußen. Und nicht mal in Handschellen. Du wolltest bessere Hacking-Tech, ja? Ja, mein Kit hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich hab bei Cent was hinterlegt, was ziemlich cooles. Ich sag ihm, er soll dich bei Makal treffen. Ja, das klingt gut. Erstmal ganz weit weg von hier. So. Du Scheiße. So. Achtung an alle Einheiten. Eine Kriminelle auf der Flucht bewegt sich durch ihren Sektor. Durchsuchen Sie den Bereich und erledigen Sie sie. Wie kriegen wir das jetzt wieder weg? Aus reinem Presse.
Jetzt geht's los, Kumpel! Verstanden. Sie haben die Erlaubnis, bei Sichtkontakt zu schießen. Oh, natürlich. Festhalten. Wir haben die Flüchtige verloren. Sie muss eliminiert werden. Setzen Sie die Suche fort. Ich glaube, hier sind wir sicher. Ach, jetzt mal aus reinem Dresse. Wie kriege ich das wieder los? Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, dass wir die ganze Zeit... Dass wir die ganze Zeit jetzt verfolgt werden. Huch, können wir da irgendwie mal was nachlesen zu, ein Tutorial oder so? Gesuchtsystem. Wenn du Verbrechen gegen das Imperium begehst, wirst du gesucht und bei weiteren Vergehen steigt deine Gesuchtstufe weiter. Wenn du gesucht wirst, kannst du dich verstecken, um den Status wieder zu verlieren. Alles klar, also wir müssen uns einfach nur verstecken. Und dann verlieren wir den Status hoffentlich wieder. Ich glaube, es wird schon weniger, oder? Das blinkt, glaube ich, schon, ne? Hat man gerade noch nicht. Achtung! Die Flüchtende wurde Berichten zufolge in Mirogana gesichtet. Rücken Sie zum Bereich vor und eliminieren Sie sie. Ah, das ist interessant. Oh, Gott sei Dank. Stationen zurück. Wieder fahren raus. Oh, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Dann haben wir's. Dann können wir jetzt eigentlich auch nochmal wieder weiterfahren, ne? Hoffe ich. Verschwinden wir hier. Bin mal gespannt, ob wir jetzt für immer quasi jetzt hier das Problem haben. Oder ob wir jetzt ganz normal trotzdem weiter mit dem Imperium zusammen interagieren können, ohne dass irgendwas Krasses passiert. Aber naja, wir schauen mal. Gut. Der sagt also nichts mehr. Gut, dann passt das. Sehr gut. Makat Spielhöhle. Dann wollen wir mal. Bin ich mal gespannt, was wir da jetzt Feines kriegen. Hallöchen. Also, Eile hat gesagt, du hast ein Hacking-Kit für mich. Hier, nimm. Ich will zurück in meinen Bezirk. Quest abgeschlossen, die Hackerin. Neue Informationen gefunden. Codeknacker-Chip. Kernstück zur Herstellung von Ayla Brenns Hacking-Kit Verbesserung. Schiffsdiebe haben ein abgestürztes Handelsschiff aufgeräumt. Achso, nee, das war's. Oh doch, oder? Gut, 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 gut. Das könnte man eigentlich auch noch machen, ne? Ruf, wie sieht unser Ruf denn aus? Ah. Ja.
Werkzeuge. Und im Inventar neue Materialien, okay. Wertgegenstände. Gut. Neue Fähigkeit freigeschaltet. Hacking Kit ermöglicht Kay diverse Geräte zu hacken und sich mit Jokern einen Vorteil zu verschaffen. Ah. Okay. Gut. Ja, ein Werkzeug, das ich mit fortgeschrittenen, nicht an Konsolen gebundenen Geräten verbinden kann. Drücke E an ein Gerät zu interagieren, um es zu hacken. Okay. Ayla, ich habe dein Hacking-Kit. Danke. Ich schicke dir die Koordinaten zu einem Vorrat, damit du es testen kannst. Und fest? Ohne dich wäre das nichts geworden. Du wirst deinem Namen gerecht. Wie meinst du das? Hör zu, ich bleib auf der Renpali-Raumstation, bis ich weiß, wo es für mich hingeht. Komm ich doch besuchen. Das könnten wir ja machen. Ist hier noch irgendeine Möglichkeit? Wahrscheinlich wird das sonst uns angezeigt, ne? Was haben wir denn sonst noch? Wir haben jetzt ja noch die... Ruf wollte ich nicht, ich wollte ins Journal. Falsche Flagge. Kaya hat die Treibstoffinjektion für die Bahnbrecher. Jetzt muss sie zu Wacker in Jauntas Hoffnung gehen, damit er das Schiff fertig reparieren kann. Mit einem funktionierenden Raumschiff stehen Kay ganz neue Aufträge offen. Dann würde ich sagen, machen wir das dann noch fix, wenn das nicht ganz so weit ist. 2,7 Kilometer. Kommen wir da vielleicht irgendwie schnell hingereist? Kommen wir, ja. Dann machen wir das. Ja, sind ja nur noch 10 Meter. Reden. Hey, hallo. Hey, hier sind die Treibstoffinjektoren. Perfekt, bauen wir sie ein. Verbesserung, bereit zur Installation. Jawohl. Oh. Aufrüstung der Bahnbrecher, um herausfordernden Gegnern Raumkämpfen zu besiegen, ist es unabdinglich, die Bahnbrecher aufzurüsten. Schiffsmechaniker haben die Fähigkeit, die Bahnbrecher gegen eine Gebühr zu verbessern und zu personalisieren. Materialien, die für diese Verbesserung benötigt werden, können von Händlern gekauft werden oder in Piratengebieten auf festem Boden oder im Weltraum gefunden werden. Also, die Treibstoffinjektoren sind fertig. Moment, ich mache uns abflugbereit. Macht er? Das sah ja auch schon mal besser aus. Es fliegt, quasi. Hast du noch einen Auftrag für mich? Was hältst du davon, Imps reinzulegen? Ach, nicht gut. Kay, sag ihr nicht gut. Ich dachte, sowas macht ihr hier nicht. Deshalb hängen wir es den Pikes an. Ah ja. Und wer sagt mir, dass Crimson Dawn mich hinterher nicht abserviert? Niemand. Aber so läuft das Spiel. Und ja, ich spiele es besser als die meisten. Du musst dich nur auf eine Station des Imperiums schleichen und ein paar Daten löschen. Natürlich. Einfach. Im Weltraum? Nein, sie ist noch nicht bereit. Ich mach das schon. Aber ich sprach über sie. Wir kriegen das hin. Na. Na da. Fertig. Sie fliegt jetzt. Aber der Hyperantrieb ist immer noch im Eimer. Ah, also keine Sprünge. Dann müssen die Kernwelten wohl warten. Neue Quest, falsche Flagge. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier eine Folgenpause. Wir waren ja eigentlich doch recht erfolgreich, haben ein bisschen was geschafft in der Aufnahme. In dieser Hinsicht hoffe ich, dass euch die Folge natürlich bisher gefallen hat und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge von Star Wars Outlaws ebenfalls wieder mit am Start wärt. Bis dahin, ciao!